Infrarotkabinen sind im Trend. Durch die niedrigeren Anschaffungs- und Betriebskosten und den verhältnismäßig geringen Platzbedarf sind die Kabinen mit den Wärmestrahlern mittlerweile eine beliebte Alternative zur heimischen Sauna geworden. Was ist jetzt der Vorteil von der Infrarotkabine jetzt gegenüber Hausnummer einer Sauna? Vorteil ist der, dass du die Infrarotkabine nicht komplett aufheizen musst. Ja? Bei der Sauna hast du den Saunaofen, der die Sauna auf eine Temperatur von 80 bis 100 Grad, manchmal auch bis 130 Grad bringt. Mhm. Ja? Das heißt, du musst die ganze Luft in der Sauna aufheizen und durch diese aufgeheizte Luft wird dein Körper erwärmt. Mhm. Das hast du hier nicht. Ja? Bei der Infrarotstrahlen, die dringen bis 5 mm in die Haut ein und somit werden die Blutgefäße erwärmt. Das heißt, die Infrarotstrahlen erwärmen dich von innen heraus. Wird schon warm, so schnell geht das schon. Setz dich mal hin. Das ist ja gerade der Vorteil an den Rotkabinen. Das heißt, du bist ab der ersten Sekunde wirst du aufgeheizt. Mhm. Ja? Das heißt jetzt einen therapeutischen Nutzen, abgesehen, weil man sagt ja immer mal, wenn man verkühlt ist, mit Infrarotlampen arbeiten. Das ist im Prinzip ja nichts anderes. Das heißt, das hilft auch, wenn man Schnupfen hat oder wenn man Muskelverspannungen hat. Ja, genau. Und zwar durch die Erwärmung wird der Körper mehr durchblutet. Und die Muskelverspannungen lösen sich. Mhm. Aber im Endeffekt, muss ich jetzt nicht nachher ins kalte Becken hüpfen oder so. Nein. Ich schwitze ja nicht einmal wirklich da herin. Das ist, kommt schon ins Schwitzen. Du wirst sehen, wenn du hier Viertelstunde drinnen sitzt, ja, kommst du wirklich ordentlich ins Schwitzen. Obwohl die Raumtemperatur nicht, was weiß ich, wie ansteigt. Mhm. Aber es werden quasi die Atemwege frei, so wie bei mir jetzt mit Schnupfen. Genau. Man spürt sofort die Wärme. Also hast das aufgedreht und keine zwei Sekunden später habe ich die Wärme gespürt. Nicht? Genau, das ist das Gute daran, man muss nichts vorheizen. Bei der Sauna musst du meistens eine halbe Stunde bis Stunde vorheizen, je nachdem, welche Leistung der Saunaofen hat oder die Größe der Sauna. Mhm. Ja, und hier, wie du siehst, du drehst auf, setzt dich hin und hast schon wohlige Wärme. Der Energiebedarf einer Infrarotkabinen ist zwar niedriger als der einer Sauna, aber die Zuleitung muss trotzdem ausreichend dimensioniert sein. Eine normale Haushaltssteckdose könnte durch die Kabine überlastet werden. Deshalb hat Günther Nussbaum den Elektrotechnik-Experten Gottfried Rotter eingeladen. Er weiß, worauf es ankommt. Die große Gefahr bei den Steckdosen ist, dass natürlich die Zuleitung in so allgemeinen Steckdosen meistens 1,5 Quadrat ist. Relativ dünner Draht genügt für jede normale Steckdosenanwendung, Radio, kleines Fitnessgerät, sonst irgendwas. Ja. Mhm. Wenn du aufs Datenblatt zum Beispiel schaust, haben wir 3220 Watt. Also 3,2 kW. Also, genau, 3,2 kW, ein bisschen weniger wie ein Elektroherd. Sagen wir mal, waschmaschinenmäßig in der Größenordnung. Waschmaschine, gutes Beispiel, hat man meistens eine eigene Steckdose, eigene Zuleitung. Und diese Zuleitung ist mindestens 2,5 Quadratmillimeter groß. Das sieht man an den Kabeln auch schon, wenn man reinschaut. Das eine ist relativ dick und das andere ist natürlich dünner. Und auf das Dünnere kann ich nicht so lange große Leistung ziehen. Aber nicht nur der Querschnitt der Leitung, sondern auch die Absicherung des Stromkreises ist wichtig. Deshalb muss auch der Sicherungskasten begutachtet werden. Und da ist auch eine Legende drinnen, was das alles absichert. Mhm. Und da unten sieht man, dass es einen eigenen Saunaanschluss und einen Fitnessbereich gibt. Das sind die Leitungsschutzschalter. Mhm. Und der mit dem Prüfknopf wäre jetzt der FI-Schutzschalter. Drückt da jetzt nicht drauf, sonst löst er aus, dann ist alles finster. Mhm. Aber hier, der schützt dein Leben. Mhm. Und der schützt jeden einzelnen Kreis in den Wänden. Das heißt, das Kabel kann nicht zu heiß werden, weil es bei einem gewissen Strom abschaltet. Und in dem Fall bei 16 Ampere. In diesem Fall wurde vom Fuhrbesitzer der Anschluss einer Sauna vorbereitet. Somit ist alles richtig abgesichert. Das heißt aber, wenn das jetzt zu gering abgesichert wäre, würde, wenn ich die Infrarotkabine aufdrehe, immer der Schalter gleich fallen. Genau, das wäre sogar besser jetzt in dem Fall. Weil dann würde ich gleich sehen, halt, da ist viel Strom drinnen, das schaltet ab. Mhm. Wenn das aber groß genug abgesichert ist, aber die Zuleitung zu klein, kann man natürlich messen und prüfen als Elektrotechniker, dann kann es passieren, dass einfach diese Leitung über die Jahre überlastet wird. Die richtige Absicherung des Stromkreises und der ausreichende Leiterquerschnitt sind also wichtig, um Schäden zu vermeiden. Aber noch ein weiteres Detail ist essentiell für den sicheren Betrieb. Die Steckdosen, die du da kaufen kannst, gibt es in verschiedenen Qualitäten. Hinten steht drauf, wie viel Dauerstrom das aushält. Also wenn wir 16 Ampere abgesichert haben und die günstigsten Steckdosen nur 6 Ampere aushalten,
passt das nicht zusammen. Und wenn ich dann langfristig 16 Ampere drüber ziehe, verschmelzen einfach die Kontakte da hinten und die Steckdose wird kaputt und es kann zum Brennen beginnen. Eine Steckdose ist nicht gleich Steckdose, genau. Da steht hinten oder was drauf. So ist es, richtig. Und dieses IN ist der Normalstrom, den die Steckdose ziehen kann, steht hinten auf der Steckdose drauf. Und gute Qualität fängt bei 10 Ampere an und geht bis 16 Ampere durch. Wenn diese Steckdose also auch entspricht den 16 Ampere wie im Verteilerkasten, dann kann man das ruhig durchstecken lassen und nichts kann passieren. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Infrarotkabine direkt an den Stromkreis in einer Dose zu klemmen. Für alle nicht fachkundigen Haus- oder Wohnungsbesitzer hat der Bausachverständige hier aber noch einen letzten Tipp. Bei elektrischen Anschlüssen und derartigen Gerätschaften bitte immer den Elektriker dazu holen. Nach dem korrekten Aufbau und Anschluss der Infrarotkabine steht der Entspannung im eigenen Hobbyraum nichts mehr im Wege.